Herzlich willkommen hier aus dem Weizer Parkett-Zentrum. Mein Name ist Eberhard Schempf, ich bin Geschäftsführer der Creative Industries Styria und als solcher auch Veranstalter des Design Monat Graz, der sich in diesem Jahr dem Thema Better Future zuwendet und der Frage nachgeht, was kann Design, was können Designerinnen und Designer für eine bessere Zukunft leisten, zu einer besseren Zukunft beitragen, nachdem die Pandemie einiges in unserem Leben auf den Kopf gestellt hat, geht es natürlich auch darum, sozusagen die Zukunft quasi neu zu erfinden und einen Reset zu veranstalten. Holz als Werkstoff, innovativer Werkstoff, kann hier einen ganz wesentlichen Beitrag leisten und ich freue mich, hier zu diesem Wood Talk begrüßen zu dürfen. Das ist eine Cross-Cluster-Veranstaltung zwischen dem Holzcluster Steiermark und der Creative Industries Styria. Wir versuchen in Cluster-Kooperationen, Cross-Cluster-Kooperationen, Cross-Innovation-Themen zu transportieren und zu forcieren. Es freut mich, heute hier eine Vielzahl von Kompetenzen sozusagen begrüßen zu dürfen, aber hier wird sich gleich die Moderatorin Sigrid Meyer in die Diskussion und in die Gespräche führen und die Damen im Hintergrund vorstellen. Sigrid Meyer ist Architektin, betreibt die Firma Eigensinn und beschäftigt sich im Wesentlichen mit Transformation Design. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gute Unterhaltung. Herzlich willkommen und schönen Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. Wie Eberhard Schrempf schon gesagt hat, darf ich Sie nun durch die nächsten 60 bis 90 Minuten begleiten. Und da unser Talk heute als Hybridveranstaltung stattfindet, möchte ich Ihnen zu Beginn gerne kurz beschreiben, wo wir hier sind. Weiz liegt in der Oststeiermark, ca. 30 Kilometer nordöstlich von Graz auf 477 Meter Seehöhe. Weiz hat ca. 12.600 EinwohnerInnen, die in ungefähr 5.500 Haushalten leben. Wir befinden uns im waldreichsten Bundesland Österreichs und würde man diese Waldfläche auf die Steirerinnen und Steirer aufteilen, so wäre jede Person Besitzerin von ca. 0,8 Hektar Wald oder 700 Bäumen. Man hat also, wenn man hierher fährt, so ein bisschen das Gefühl, auf Urlaub zu fahren. Weiz ist aber auch das wirtschaftliche Zentrum dieser Region, in der sich sehr viele bekannte internationale Unternehmen befinden, wie zum Beispiel Siemens Transformers, Andritz Hydro, Elin Motoren, die Knill-Gruppe oder auch Großbetriebe des Magna-Konzerns. Wir dürfen heute hier zu Gast sein bei Weizer Parkett, einem weiteren beeindruckenden Leitbetrieb dieser Region. Einem Familienbetrieb mit 190-jähriger Tradition, in dem ca. 600 MitarbeiterInnen beschäftigt sind und der unvorstellbare 2,5 Millionen Quadratmeter Parkett für Böden und Stiegen herstellt pro Jahr. Über das Unternehmen selbst und die innovative DNA werden wir sicher später noch mehr erfahren. Wir sitzen hier in der Weizer Akademie in einem wunderschönen großen Raum und erfüllen natürlich alle Corona-konformen Regeln. Also wir erfüllen die 3G-Regeln, sitzen auch mit entsprechendem Abstand zueinander. Und gerne möchte ich aber für Sie an den Bildschirmen noch den Hinweis geben, Sie haben über die Webseite designmonat.at die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen. Die werden wir im Laufe der nächsten Stunde sammeln und bei Bedarf am Ende unseres Gesprächs dann an die Diskutantinnen stellen. Ja, willkommen zum Wood Talk. Designing the Future with Wood ist der Titel des Talks. Wir sprechen über Holz als Game Changer und Leichtbauwerkstoff für völlig neue Anwendungen, über Forschung und Innovation, zum Beispiel was hat Holz mit Digitalisierung zu tun, über die Zukunftsthemen für die Region, für die Unternehmen hier, aber auch für ihre Mitarbeiterinnen. Und ich freue mich wirklich sehr, nun die Expertinnenrunde vorstellen zu dürfen. Eine Expertinnenrunde, die vollkommen ohne den Binnen-I auskommt. Und darf zu meiner Linken beginnen mit Frau Magister Bernadette Karner.
Sie vertritt das Innovationszentrum Weiz und kennt das Forschungsprojekt WUTCAR, über das wir gleich sprechen werden, besonders gut, denn sie hat dieses kooperative Forschungs- und Entwicklungsprojekt als Konsortialleiterin koordiniert und begleitet. Sie ist seit fast 20 Jahren im Förderbereich tätig und damit bestens vertraut, würde ich sagen, mit radikalen Innovationen. Herzlich willkommen. Der Thesensatz von Frau Magister Bernadette Kahner lautet: Holz, der nachhaltige ökologische Werkstoff aus der Region, mit dem Know-how-Vorsprung für die Region und der langfristigen Verankerung der Wertschöpfung in der Region. Neben ihr sitzt Frau Michaela Meyer. Sie ist bei unserem Gastgeber Weizer Parkett verantwortlich für Kommunikation und Corporate Design. Aktuell arbeitet sie an einem der größten Marken-Relaunches der Unternehmensgeschichte, die ja bereits, wie ich es genannt habe, 190 Jahre lang andauert und vor allem in der Firmen-DNA Innovation und Veränderung aufzeigt. Ihr Thesensatz: Wir wollen den Rohstoff Holz dorthin bringen, wo er schon mal war, nur besser. Herzlich willkommen. Neben mir sitzt Frau Diplom-Ingenieur Gertraud Holzer. Sie ist Industrial Designerin, lehrt an der FH Joachim in Graz Color, Material und Finish und arbeitet in der Designabteilung bei Magna Steyr. Ihr Thesensatz: Versuche die Welt etwas besser zu verlassen, als du sie vorgefunden hast. Zu meiner Rechten darf ich Frau Diplom-Ingenieur Andrea Meyer begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin von Meyer CTM, einer Unternehmensberatung. Sie ist Interim-Managerin und Coach. Sie war lange Jahre in der Luftfahrtbranche Managerin und ich würde sagen, sie ist profunde Kennerin der Automobilbranche und ist unter anderem Flag Marshall am A1-Ring. Ihr Thesensatz: Wenn man etwas wirklich will, dann findet sich ein Weg oder es tun sich Optionen auf. Herzlich willkommen. Daneben darf ich Frau Bianca Scheibel begrüßen. Sie ist für den Bereich Human Resources in der Weizer Gruppe verantwortlich. Ihre Schwerpunkte liegen bei den technischen Berufen im Haus, dem Employer Branding, dem Onboarding und der Lehrlingsausbildung. Ihr Thesensatz: Auf unsere Stärken und Erfahrungen vertrauen. Der Fokus auf die Menschen macht den Unterschied aus. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen. Last but not least, Frau Dr. Claudia Meyer-Bauernfeind. Sie ist Forscherin und Dozentin an der Universität Wien, an der Universität Graz, selbstverständlich, am Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Nachhaltigkeitsbewertungen, wie zum Beispiel Lebenszyklusanalysen und Ökobilanzen von biobasierten Produktsystemen. Auch Ihr Thesensatz lässt aufhorchen: Holz hat die Chance, umweltfreundlicher zu sein, ist aber nicht in jeder innovativen Anwendung nachhaltig. Herzlich willkommen. Ja. Wood Talk, Designing the Future with Wood ist das Thema. Haben Sie gewusst, dass alle 3 bis 4 Sekunden ein Kubikmeter Holz nachwächst und ein durchschnittliches Einfamilienhaus in nur 4 Minuten? Eine beachtliche Zahl. Haben Sie aber auch gewusst, dass 25% des Treibstoffverbrauchs, unabhängig vom Antrieb, rein auf das Gewicht des Fahrzeugs zurückzuführen ist? Und das ist schon sozusagen die Überleitung zu einem sehr, sehr spannenden Forschungsprojekt. Und darf Sie, Frau Kahner, fragen: Sie sind in den letzten Jahren ein spannendes Projekt gewesen, Sie waren die Konsortialleiterin. Würden Sie uns bitte über dieses Projekt, das gerade eben abgeschlossen wurde, erzählen? Was war der Ausgangspunkt, wie ist es entstanden? Wo steht dieses Projekt aktuell? Einen schönen guten Nachmittag einmal von meiner Seite und danke für die Einladung und schön, dass wir uns in dieser Frauenrunde hier unterhalten können. Sie haben es richtig eingeleitet. Das Projekt WUTCAR war ein sehr spannendes Projekt, ein 4-jähriges Forschungsprojekt mit einem Projektvolumen von 5 Millionen Euro.
das wir vor kurzem abgeschlossen haben. Das ist ein Konsortium von 20 Projektpartnern, 6 wissenschaftliche Partner, 14 Industriepartner. Und wir durften hier seitens des Innovationszentrums Weiz auch die Konsortialleitung innehaben. Die wissenschaftlichen Partner waren die BOKU Wien, die TU Graz, Karl-Franzens-Universität, FH Joanneum und auch das Virtual Vehicle. Und wir als Innovationszentrum durften auch als wissenschaftlicher Partner vor allem sich dem Thema neue Produktionstechnologien widmen. Bei den Industriepartnern darf ich hier natürlich nennen Weizer Parkett als Hauptinvestor und Treiber dieser Idee. Es waren dabei Anwendungspartner OM wie Volkswagen, MAN, Magna, die Tiroler Firma Matro und auch Dienstleister wie IB Steiner, Experte für Kunststofftechnik, Firma EOD, Verschraubungsspezialist, Firma Colano, Verklebungsspezialist, eine Software. Entwickler war dabei, wie auch ganz wichtig zu nennen, unsere 3 Cluster. Auch hier der Cross-Innovation-Ansatz, Automobilcluster Steiermark, Holzcluster Steiermark und die FHP in Wien, Forstholzpapier. Was haben wir gemacht? Das waren die Forschungsziele. Wesentliches Ziel war es, den Naturwerkstoff Holz hier neue Anwendungsbereiche zu identifizieren und Holz für diese Zwecke berechenbar zu machen. Das war mal die grundsätzliche Forschungsidee dahinter. Denn bis dahin war es einfach so, dass Holzmaterialdaten nicht für Simulationen, für virtuelle Simulationen und Berechnungen zur Verfügung standen. Zusätzlich war es so, dass wir Holz für diese neuen Anwendungsbereiche hier kein Wissen über das technische Potenzial, über das wirtschaftliche Potenzial und das ökologische Potenzial vorhanden waren. Und im Rahmen dieses Projektes haben wir hier die Grundlagen geschaffen. Also wir haben hier eine Holzdatenbank aufgebaut mit rund 100.000 Punkten. Es wurden daraus und Kenndaten, es wurden daraus Materialkarten abgeleitet, vor allem für Laubhölzer. Wir haben dann mit den Anwendungspartnern Use Cases definiert. Die haben dann einen gewissen Entwicklungszyklus durchlaufen, auch mit dynamischen und statischen Versuchen. Wir haben dann vor allem hier bei Weizer Parkett diese Use Cases als Demonstratoren gebaut. Wir reden hier von einer Bustreppe aus Holz für MAN oder einen Seitenaufprallträger für eine normale Tür hinter mir. In Kooperation mit der Firma Magna, ein Holzchassis für einen VW Beach Buggy oder eben auch ein Holzchassis für ein elektrobetriebenes Schneemobil der Firma Matro. Und zum Schluss haben wir dann auch reale Tests durchgeführt, um hier auch die Daten mit dem computergestützten Daten miteinander zu vergleichen. Wir haben zum Beispiel dieses Holzchassis im Real gecrashed oder wir haben auch einen Dauerlaufversuch durchgeführt bei der Bustreppe. Da haben wir hier 40 Jahre realen Einsatz simuliert. Und darüber hinaus haben wir natürlich den Fokus auch auf ökologische Berechnungen gelegt. Die Kollegin Frau Dr. Meyer-Bauernfeind wird hier sicher mehr noch dazu erzählen und auch Designstudien durchgeführt für unsere Partner VW und MAN. Ein sehr spannendes und umfangreiches Projekt. Und glaube ich, inhaltlich die Basis für das, dass man den nachwachsenden Rohstoff Holz wieder in die Automobilbranche bringen kann. Sehr interessant, sehr spannend. Wie Sie haben jetzt erwähnt, es sind 20 Projektpartnerinnen und Projektpartner gewesen oder ja, haben sich da gefunden. Aber wie finden sich die? Wie kommt die Initialzündung? Die Initialzündung liegt bereits Jahre zurück. Blicken wir ins Jahr 2013, 2014. Da waren die Cluster diejenigen, also Holzcluster Steiermark und Mobilitätscluster Steiermark, die eine Vernetzungsinitiative gestartet haben. Die haben zu Innovationsworkshops geladen und haben Experten und Wissenschaftler und auch Leitbetriebe zu diesen Workshops geladen. Und da wurde diese Idee geboren, Holz im Fahrzeugbau, also dieser Cross-Innovation-Ansatz. Es gab dann mehr oder weniger einzelne Personen und Organisationen, die unbedingt diese Idee verwirklichen wollten. Darunter Dr. Müller von der BOKU Wien, der bei uns im Rahmen dieses Projektes WUTZKA auch Konsortialleitung später, wissenschaftliche Leitung übernommen hat.
und er mit Weizer Parkett gemeinsam mit den Partnern Ibe Steiner und Lean Management, das war so diese Kernpartnerschaft, haben diese Idee forciert, haben dann quasi auch eine eigenfinanzierte Machbarkeitsstudie finanziert und organisiert, um die These von Dr. Müller zu untermauern, ja, Holz für neue Anwendungsbereiche ist berechenbar. Wir als Innovationszentrum Weizer sind eben dann dazu gestoßen, weil wir bereits mit Weizer Parkett in einigen Forschungsprojekten kooperierten und weil hier auch eine neutrale Konsortialführung gesucht wurde mit Know-how im Förderwesen. Und hier lag es dann nahe, dass man auf das Innovationszentrum Weizer auch zugekommen ist. Und wir haben dann gemeinsam mit Dr. Müller, mit den Partnern, dieses Projekt entwickelt. 2016 wurde es dann eingereicht bei der FFG Comet Förderschiene. November 2016 haben wir den Förderzuschlag erhalten und im Jahr 2017, im März, haben wir dieses vierjährige Forschungsprojekt gestartet. Wir haben dieses Projekt mit 18 Partnern gestartet. Wir wurden aber auch gefunden, um Ihre Frage auch ganzheitlich zu beantworten. VW ist an uns herangetreten nach einem Jahr und auch Colano hat über unser Projekt erfahren und wir haben diese Partner zum Beispiel dann nach einem Jahr integriert. Das heißt, Sie haben das Stichwort eigenfinanziert gebracht vorher. Das heißt, es gab ein paar Pioniere, die gesagt haben, das ist ein spannendes Thema, dem widmen wir uns, da investieren wir in die Zukunft sozusagen. Genau so ist es. Dann erst wurde der Forschungsantrag gestellt und durchs Bundesministerium vermutlich unterstützt. Genau so ist es. Also eigenfinanziert wurde vorher die Machbarkeitsstudie, das war die Basis. Ja. Die Comet-Projektschiene läuft so, dass bei diesen 5 Millionen Euro 30% der Gelder vom Bund kommen für diese Forschungsinitiative. 15% hat das Land Steiermark und einen kleinen Teil das Land Tirol dazu finanziert, weil eben der Großteil der teilnehmenden Betriebe aus der Steiermark kommen. 5% steuern da die wissenschaftlichen Einrichtungen dazu und 50%, also 2,5 Millionen Euro, steuerten zu diesem Projekt die Betriebe dazu, in Cash und in Kind, also mit den Kind-Leistungen. Mhm. Und das ist schon eine enorme Forschungssumme. Sehr beeindruckend, ja. Ja. Damit darf ich gleich zu Frau Michaela Meyer kommen. Weizer Parkett ist ja einer der Forschungspartner in diesem Projekt. Wie kommt es, dass sich ein Traditionsunternehmen, wir haben schon gehört, 190 Jahre Bestand, gehört zu den Marktführern bei Bodenbelägen, also in Österreich Marktführer, in Europa unter den Top 10, sich plötzlich einem Forschungsfeld widmet? Automobilindustrie ist jetzt vorrangig jetzt nicht, denke ich, einmal Ihre Kernthematik gewesen bis jetzt. Noch nicht, nein. Wie ist das entstanden? Dazu vielleicht, damit man das jetzt erklärt, vielleicht einen kurzen Schwenk in die Geschichte, das heißt ein bisschen History Lesson. Ich habe da was mitgebracht. Also wenn man da bei 190 Jahren daran denkt, also im Grunde machen wir das jetzt schon zum dritten Mal, dass wir uns in ein Feld begeben oder die Familie sich in ein Feld begibt, das man vorher noch nicht getan hat und sich hier quasi als, ich nenne es einmal Holzpionier, sich dort in diese Richtung vorgewagt hat. Wir haben begonnen als Sägewerk 1831, die erste Generation, bis man gesehen hat, da geht noch mehr und versuchte sich dann in der Spulenproduktion. Also wie die Textilindustrie sich vorwiegend noch Holz als Rohstoff bedient hat, nämlich zum einen bei der Zwirnspule und zum anderen bei der Textilspule, die in diesen großen industriellen Webstühlen Anwendung fand, hat man in die ganze Welt exportiert und konnte sich da als erstes in einer industriellen Fertigung quasi wiederfinden. Als diese Industrie quasi den Bach hinuntergegangen ist, Kunststoff hat großteils ersetzt, das Material an Holz, musste man sich wieder was überlegen und ging in die Parkettproduktion. Das hat gut funktioniert, wir stehen heute sehr gut da, Sie haben es erwähnt, uns geht es sehr, sehr gut, wir sind Marktführer in Österreich, gehören zu den Top 10 in Europa. Wann war das ungefähr? Wir waren so zwischen, in den 60er Jahren ging es so richtig los mit der Parkettproduktion. Also das war das, wo eben Textil nicht mehr so funktioniert hat. Aber wie gesagt, und das liegt auch in der DNA der Familie, dass man nicht stehen bleibt und schaut, was passiert am Markt und was muss man tun, damit man auch der nächsten Generation wieder was mitgeben kann. Weil das ist der Unterschied bei Familienunternehmen, dass man auch schaut, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig,
zu planen und zu sichern. Und jetzt stehen wir wieder so an so einem Weg, und wo es ein Projekt gibt, das wir gemeinsam gestartet sind, das ja sehr zukunftsträchtig ist und Holz eben, Sie haben es ja gesagt, wieder dorthin bringt, wo es sein soll. Ja, ja, genau. Und welche Erkenntnisse haben Sie jetzt schon gewonnen oder gewinnen können für das Unternehmen aus diesem Forschungsprojekt? Dass es so vielversprechend ist, dass wir jetzt ein Unternehmen gegründet haben, die Weizer Wood Solutions, wo wir uns dem Thema schon sehr intensiv widmen und ja, auf einem sehr guten Weg sind. Ja. Das heißt, Wood Solutions vor allem in der Automobilindustrie oder auch darüber hinaus in anderen Bereichen? Vorwiegend jetzt einmal in der Automobilindustrie, aber generell geht es uns darum, Holz, wie gesagt, zu bearbeiten, Antworten aus Holz zu finden, egal in welchem Bereich, dort, wo man vielleicht jetzt noch andere Rohstoffe einsetzt und in Zukunft auf Holz setzen kann. Ja. Sehr, sehr spannend. Eine echte DNA, wie Sie es gesagt haben, der Familie, des Unternehmens, sich neuen Herausforderungen zu stellen und in die Zukunft zu blicken. Ja. Sehr gut. Ich darf jetzt gleich weiter überleiten an die Frau Claudia Meyer-Bauernfeind. Sie war ja als Forscherin an diesem Projekt WUTKA beteiligt. Welche Themen waren dabei besonders interessant, würden Sie sagen? Welche standen da im Forschungsfokus? Also grundsätzlich mal das Thema Holz im Auto. Die Idee alleine ist schon interessante, weil heutzutage halt Holz nicht mehr eingesetzt wird im Fahrzeug, aber das erste Auto völlig aus Holz gebaut worden ist, oder? Und das ist halt bis heute völlig verschwunden, eben aus dem Grund der Heterogenität vom Holz und der Berechenbarkeit. Also das einmal das eine, und dann natürlich das andere, die Forschungsobjekte, also die Demonstratoren, die was die Bernadette Kahner eh schon erwähnt hat, mit dem Seitenaufprallträger, den einmal aus Holz bauen und da aber darauf zu achten, dass Holz als Rohstoff nur erkennbar ist und das nicht irgendwie ein Faserverbund oder sonstiges wird. Und da dann eben das begleiten zu dürfen aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Und wie Sie schon erwähnt haben im Thesensatz, Holz ist nicht in jeder Anwendung nachhaltig. Und da vielleicht einfach im Hinterkopf haben, dass Holz ja nicht aus dem Wald rausgenommen wird und dann gleich eingesetzt wird in die Anwendung, sondern da ganz, ganz viele Prozessschritte notwendig sind und viele verschiedene Inputs und Outputs in den verschiedenen Prozessschritten notwendig sind, um dann tatsächlich dahin zu kommen. Und das alles wollen wir oder haben wir mithilfe dieser Lebenszyklusanalyse, die Sie auch vorher schon erwähnt haben, versucht zu berücksichtigen und dann auf Basis von den Daten eben diese ökologischen Auswirkungen zu berechnen. Genau. Und gab es im Verlauf dieses Forschungsprojekts unerwartete, überraschende Erkenntnisse? Unerwartet, überraschend vielleicht so nicht. Also Sie haben am Anfang erwähnt, 25% der Treibhausgasemissionen vom Fahrzeug werden durch das Gewicht des Fahrzeugs verursacht. Also von dem her kann man schon erwarten, dass der Holzseitenaufprallträger schwerer wäre wie der Stahlseitenaufprallträger, dann gäbe es keine ökologischen Vorteile, obwohl er aus Holz ist und es ein nachwachsender Rohstoff ist. Also es gibt halt dann verschiedene Faktoren, die zu berücksichtigen sind, dass man dann tatsächlich auch diese ökologischen Vorteile erzielen kann. Und dann natürlich zum anderen, Holz wächst nach, aber das auch langsam, oder? Innerhalb von einer Generation oder vielleicht sogar länger. Und wenn wir wirklich dahin kommen, dass wir Holz vermehrt oder um vieles mehr einsetzen in den verschiedensten Anwendungen, dann muss dieser Rohstoff auch effizienter genutzt werden. Und ich glaube, auch da steht man jetzt noch ganz am Beginn, wie das denn dann auch tatsächlich ausschauen kann, dass man Holz repariert, dass man es wiederverwendet, dass man es recycelt und so weiter. Genau, also das war auch ein Ergebnis. Aber dann trotzdem, dass eben Vorteile erzielt werden können, aber auch positive Auswirkungen hat auf die Region und auf Arbeitsplätze. Ich denke, der Forschungsschwerpunkt im Bereich der konstruktiven Materialien ist ja in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren eher so bei Kunststoff gelegen, bei Aluminium gelegen, bei Stahl gelegen. Würden Sie sagen, Holzforschung hat Aufholbedarf?
Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, Wutka hat da schon sehr gute Grundlagen geliefert, eben mit den Materialkarten, die entwickelt worden sind, dass man eben wirklich Holz auch in der virtuellen Entwicklung verwenden kann. Und das bietet Chancen nicht nur jetzt für die Automobilbranche, sondern für viele holzverarbeitenden Betriebe. Also von dem her, und ich meine, es ist ein Start gesetzt worden, aber natürlich muss man auch da noch viel investieren. Das heißt aber, nochmal zurück an Sie, Frau Kanner, das ist gelungen jetzt, diese sozusagen Digitalisierung der Materialeigenschaften in Form dieses ersten Forschungsprojekts. Das war oder ist gelungen. Diese Berechenbarkeit ist gelungen. Wir haben diese Materialkarten vor allem für Laubhölzer entwickelt. Und das ist natürlich jetzt die Basis. Also wie die Frau Meyer-Bauernfeind schon gesagt hat, das ist jetzt der Start. Wir haben aber auch schon mit dem Nachfolgeprojekt begonnen. Da geht es verstärkt um digitale Prozesse dann in der Fertigung. Und das ist der nächste wichtige Schritt, um dann wirklich Holz oder Holzhybridbauteile dann in das Fahrzeug zu bringen. Sehr gut. Ja. Neben mir sitzt die Frau Andrea Meyer und ich habe schon in der Vorstellung gesagt, mit einer sehr hohen Affinität zum Automobilrennsport. Und jetzt denke ich mir, Leichtigkeit, Schnelligkeit hat vielleicht miteinander zu tun. Das Thema Holz als Leichtbauwerkstoff sollte doch eigentlich auch für den Rennsport eine hohe Relevanz haben. Welche Entwicklungen können Sie denn beobachten? Was beschäftigt die Szene jetzt im Hinblick auf zukünftige Materialentwicklungen vielleicht? Ja, die Szene beschäftigt verschiedenste Themen. Also Sie haben es eh schon gesagt, Leichtbau natürlich ist ein ganz gewichtiges Thema. Immer ist inhärent natürlich im Motorsport nicht. Es geht um leichter, schneller, spannender. Das ist ja das, was uns am Motorsport interessiert, was das Ganze so faszinierend für uns macht. Das war über viele Jahre, war das einfach das Einzige, was gezählt hat. Wenn man sich anschaut, Sie haben es ja auch angesprochen, die ersten Autos, auch im Rennsport, waren die ersten Autos, haben zu einem beträchtlichen Teil aus Holz bestanden. Dann ist es aber anders gekommen und man hat sich vermehrt eben Richtung Stahl, Richtung Alu, Richtung leichter Materialien entwickelt und hat auch natürlich im gleichen Maße, wie die Autos leichter wurden, sich immer mehr der Aerodynamik gewidmet. Also Aerodynamik ist ein ganz, ganz gewichtiges Teil, weil je leichter das Auto ist, umso höher muss man natürlich den Anpressdruck auf die Straße hin bekommen, die sogenannte Downforce, also dieser Abtrieb, um dieses leichte Vehikel auch in schnellen Kurven auf der Straße zu halten. Also das war am Anfang natürlich das wichtigste Thema überhaupt. In den letzten Jahren oder eigentlich schon fast Jahrzehnten hat sich das in eine andere Richtung entwickelt, auch mit den Materialien, dass es vermehrt Richtung Sicherheit geht. Also in den Materialien, es geht darum um Festigkeit, es geht um Bruchverhalten und was ganz, ganz wichtig ist, das Thema Feuer. Man erlebt es ja auch, also wer die bekannteste Rennserie, die Formel 1 sieht, man sieht immer wieder, ist Feuer das Thema. Also eben diese Themen sind zusehends in den Werkstoffen, in der Motorsportszene ganz wichtig. Es geht aber auch in ganz andere Richtungen wieder. Es geht in Richtung 3D-Druck. Man hat am Anfang ganz einfache Teile an den Rennautos im 3D-Druck hergestellt. Mittlerweile sind sogar Powertrain-Teile, die im 3D-Druck hergestellt werden. Powertrain-Teile? Das sind die Antriebsteile. Also vom Antriebsstrang im Auto und teilweise auch sogar Motorenteile, die im Druckverfahren, also im 3D-Druckverfahren hergestellt werden. Das sind einmal diese Teile. Das, was spannend ist, ist das, in den letzten, ich sage mal, 10, 15 Jahren hat sich die Entwicklung im Motorsport zweigeteilt. Es gibt die einen Rennserien, die ich persönlich viel, viel spannender finde als die Formel 1, wo ein Porsche Carrera Cup ist, wo ein Langstreckenrennen am Nürburgring auf der, meiner Meinung nach, schönsten Rennstrecke Europas stattfindet. Da geht es um die Themen, die Autos immer gleicher zu machen. Also im Carrera Cup ist es relativ einfach. Da fährt aktuell der GT3 Cup fährt dort herum, der ein umgebauter GT2 ist. Und da schaut man, dass man die Autos einfach gleich hingerickt. Gleiche Bau, gleiches Gewicht, alles gleich. Also dort sind diese Themen wiederum wichtig, was sich natürlich auch wieder in den Materialien widerspiegelt. Und wenn man zum Beispiel eben an die Langstrecke schaut, am Nürburgring, da macht man es über die sogenannte BOP, über die Balance of Performance, wo man hergeht und versucht, egal ob es ein BMW, ein Porsche oder sogar irgendein Seat oder sowas ist,
die in der Performance ähnlich hinzukriegen. Da natürlich auch wieder, wie macht man es mit den Werkstoffen, um diese Gleichförmigkeit hinzukriegen. Wenn man auf die Königsklasse, auf die Formel 1 hinschaut, dort schaut die Welt komplett anders aus. Nicht nur, dass es am Hockenheimring eine Stelle gibt, wo der Carrera Cup knappe 200 fährt und die Formel 1 fährt über 300. Also auch da sieht man schon die Riesenunterschiede. Es geht auch in der Formel 1 um ganz, ganz andere Themen mittlerweile als in den anderen Rennserien. In den anderen Rennserien geht es noch nach wie vor um Geschwindigkeit, um den schnellsten Fahrer und um die schnellsten Ergebnisse und Rennrunden. In der Formel 1 fährt man momentan ein komplett anderes Programm. Die FIA versucht zusehends, die Rennautos langsamer zu kriegen. Und wie machen sie das? Indem sie einerseits genau den Gegenzug zum Leichtbau nehmen, indem sie versuchen, das Gewicht zu erhöhen. Also die Gewichtserhöhung in den Formel-1-Autos geht ständig in die Höhe. Wenn man die Jahrhundertwende schaut, haben die Formel-1-Autos um die 600 Mindestgewicht haben müssen. Und im nächsten Jahr steht uns bevor 775 Kilogramm für ein Formel-1-Auto. Mhm. Also das heißt, der Trend geht nach oben. Gleichzeitig gibt man Vorgaben in der Motoren- und in der Antriebsentwicklung, die die Autos eben möglichst langsamer machen sollen. Warum? Damit die Geschwindigkeiten runtergehen und die ganze Angelegenheit sicherer wird. Was spannend ist, ist das, es gibt nicht nur die FIA, sondern es gibt auch die Konstrukteure, die um die Konstrukteursmeisterschaft kämpfen. Und die machen genau das Gegenteil. Und der Beginn der Saison 2020 war deswegen für mich extrem lustig. Die FIA hatte Auflagen gemacht, dass die Autos ja im Schnitt so um die 50-70 km/h langsamer werden müssen. Und was haben die Konstrukteure geschafft? Die Autos waren noch schneller. Mhm. Das heißt, es ging nach hinten los. Zurück zu den Materialien. Im Motorsport ist es leider so, dort wird gnadenlos entschieden anhand der Kriterien. Es geht ausschließlich eben um die Themen, wo es einerseits um die Schnelligkeit und die Aerodynamik geht, welche Materialien helfen da am besten, aber eben auch um die Sicherheitsaspekte, wo insbesondere eben die Bruchfestigkeit und das Feuerverhalten ein Thema ist. Wobei, was ich wunderschön finde, im Holz ist ja das Feuerverhalten mittlerweile nicht mehr so das Thema, wie es einmal gewesen ist. Und dieses Stichwort Materialien würde ich jetzt gerne aufgreifen und mich zu Frau Gertraud Holzer drehen. Ich habe ja zu Beginn erwähnt, Sie arbeiten in der Designabteilung von Magna und sind auf Color and Trim spezialisiert, also alle sichtbaren Oberflächen. Können Sie uns kurz Ihren Aufgabenbereich beschreiben? Gern, ja. Also vom Design her, ich komme von der Designseite und habe mich jetzt auf also Farben und Materialien im Fahrzeug spezialisiert, also das, was dann der Endkunde wahrnimmt. Ja. Es kann sein, dass drunter irgendwelche Konstruktionen sind, die nachhaltig, weniger nachhaltig, steif, weniger steif sind. Aber meine Aufgabe ist, dass die Oberflächen eine gewisse Haptik haben, dementsprechend, was der Kunde sich vorstellt. Ist das eher ein elegantes Fahrzeug? Ist das eher ein Fahrzeug, das nicht effizient ist, das nicht schmutzig werden soll? Ist der Käufer bereit, für hochwertige Materialien Geld auszugeben? Oder soll das eher dann ein günstigeres Fahrzeug ist? Also ich muss mich mit Trend Research und Benchmark und diesen ganzen Sachen beschäftigen. Und wenn ich ein Projekt angehe und dieses ganze Briefing und die Anforderungen weiß, dann kann ich hergehen und Materialien aussuchen. Und da ist es dann schon in meiner Verantwortung, welche Materialien ich wähle. Ich kann jetzt einen Sitz aus Leder, aus veganem Leder, aus Stoff, aus verschiedenen Arten von Stoff oder es gibt auch verschiedene Oberflächen, wo dann Holz sogar zur Anwendung kommt, sogar in einem Sitz. Das muss man dann halt alles, wie Sie wahrscheinlich wissen, mit verschiedenen ökologischen Hintergrundwissen auch bewerten. Macht es jetzt Sinn, dieses Material zu verwenden oder bekomme ich da einen Materialmix hinein, wo ich am Schluss, end of life, das ganze Material eigentlich nur verbrennen kann, weil es ist weder reiner Kunststoff noch rein ökologisch abbaubar. Und diese Berechnungen sind ganz, ganz schwierig, dass man da am Schluss sagen kann, dieses Material ist besser oder dieses Material ist schlechter. Also es kann zum Beispiel herauskommen, wenn ich einen reinen Kunststoff habe, den kann ich am Schluss wieder einschmelzen und wiederverwenden, hat das eine viel bessere Ökobilanz, als wenn ich jetzt nachwachsende Fasern nehme und die noch irgendwie vielleicht verkleben muss mit vielleicht einem Kunstharz und am Schluss kann ich das ganze Teil nur wegschmeißen, weil es nicht mehr kompostierbar ist. Und auch da sind wir in der Fahrzeugindustrie ganz massiv eingeschränkt, wirklich
nachwachsende Materialien zu verwenden, weil ich muss es ihm, es darf nicht stinken, es darf nicht feucht werden, es darf nicht schimmeln. Also wir haben da einfach ganz hohe Anforderungen. Und wenn jetzt jemand an Holz im Fahrzeug denkt, denkt er vielleicht an diese Holzdekors. Schaut wunderschön aus. Aber wissen Sie, wie viel Holz drinnen ist? 0,5 mm, wenn es hochkommt. Das heißt, ich habe ein dünnes Holzfurnier, tue das von hinten hinterspritzen mit einem Kunststoff. Vorne kommt noch einmal ein Lack drauf, damit es schön glänzt. Also von Nachhaltigkeit kann in einem Holzfurnier nicht die Rede sein. Ich meine, ich kann dann Open Pore nehmen, dann fühle ich das Holz, dann schaut es wieder ein bisschen more sustainable aus. Aber es schaut nur so aus. Und ich denke, dass vor allem nachwachsende Rohstoffe und Holz in den Bereichen, wo es vielleicht nicht so sichtbar ist, eine große Rolle spielen kann. Also zum Beispiel in Isolationen oder so. Da haben wir wahrscheinlich mehr Chancen, das einzubauen. Grundsätzlich, ich liebe Holz. Ich würde gern viel mehr machen im Fahrzeug in Holz. Aber die ganzen Crashtests, wie schon gesagt, angesprochen worden ist, wenn es splittert und so weiter, das ist einfach, da sind die Standards so hoch, dass ich das nach den jetzigen Prüfmethoden, die ich im Fahrzeug habe, da bin ich dann sehr gespannt, was Ihre Charts sagen, ob man nicht wirklich vielleicht ein Material verwendet, das man auch im Sichtbereich verwenden könnte. Dann hätte ich natürlich gern immer eine gewisse Farbe, bin ja sehr heikel mit Farben. Wenn ich jetzt eine Esche nehme, Sie kennen Holz, die ist nach ein paar Jahren gelb, das ist ein No-Go. Also ich kann, so ein Holz kann ich nicht verwenden. Ich kann es bleichen, dann habe ich wieder zusätzliche Chemikalien drinnen und kann es wieder beizen. Dann habe ich die Farbe, die ich will. Aber der Kunde möchte, dass sein Fahrzeug auch nach vielen Jahren noch schön ausschaut und dass das gelbe Holz zum roten oder braunen oder schwarzen Leder dazu passt und so weiter. Dieses Color Matching, das ich da eigentlich mache, wo der Kunststoff und das Leder in der gleichen Farbfamilie und Farbharmonie sein soll, das ist halt mit natürlichen Stoffen sehr schwierig. Auch ist das Holz einmal dünkler, einmal heller. Also da ist schon das Ausgangsmaterial sehr schwierig zu definieren. Das ist ja was in der Architektur, in der Wohnungsausstattung, jetzt sind wir hier bei Weizer Parkett, also auch das sind Naturmaterialien, die verändern sich ja im Laufe der Zeit. Sie verändern die Farbe, jetzt denke ich an Textilien, Leinen, hat eine Struktur, die ist vielleicht ein bisschen unregelmäßiger, verändert sich. Braucht es da in der Automobilbranche oder vielleicht bei den Konsumentinnen und Konsumenten ein anderes Mindset? Sicher. Also der Kunde akzeptiert gewisse Sachen nicht, ist der Hersteller der Meinung, wenn jetzt das Leder eine kleine Narbe hat, dann ist das ein No-Go, kann ich nicht verkaufen. Das Gleiche mit Holz, wenn ich sage, okay, das Holz altert, da sehe ich Patina und so weiter, da ist ein Umdenken vielleicht erforderlich. Ich weiß nicht, ob die Kunden schon so weit sind, auf jeden Fall die OEMs, wie wir die Firmen nennen, die Fahrzeuge herstellen, sind nicht bereit, hier Abstriche zu machen und ihr Fahrzeug abgenützt ausschauen zu lassen. Ja, spannendes Thema. Da gibt es noch viel zu tun, offenbar. Ja. Das heißt, Sie haben jetzt in Ihrer Materialwahl auch nur eine sehr eingeschränkte Freiheit, sozusagen Vorschläge zu machen. Sehr limitiert, sehr reguliert, wenn man so möchte. Also ich habe den Kundenwunsch, ich habe Designer, ich habe Ingenieure. Und dann das alles auf einen Nenner zu bringen, ist nicht so einfach, weil ich kann ein Holzfurnier nur in eine Richtung biegen. Ich kann es nicht dreidimensional verformen oder bis zu einem gewissen Grad dreidimensional verformen, wenn ich Einschnitte und also das erfordert ein bisschen ein Know-how. Ich kann auch Spritzgussteile in Holz machen, dann sehe ich halt die Fasern, dann muss ich wieder schauen, wie ich diese Fasern farblich dorthin bringe, wo ich sie haben will. Mhm. Also es ist ein Konglomerat an Inputs und am Schluss ist dann Kosten, das kostet zu viel, was anderes ist doch viel günstiger, steht das dafür. ist ja jedes Mal wieder eine und jedes Projekt tickt anders. Das heißt, ich kann auch jetzt keine Auskunft geben, dass es immer so ist, sondern das ist, kommt, also wenn man jetzt das Ganze noch auf Nachhaltigkeit aus. Kommt jetzt das Holz aus Südafrika, kommt es aus Weiz? Um das Holz zu beantworten, muss es noch diese und jene verschiedene Zwischenschritte machen. Braucht es da viel Wasser, wenig Wasser, Chemikalien und so weiter? Also da wissen wir eigentlich noch viel zu wenig. Und bin sehr gespannt, also würde mich nachher wirklich interessieren, was bei diesen verschiedenen Forschungsarbeiten noch herausgekommen ist. Ich glaube, da kann ich noch viel lernen. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne den Fokus ein bisschen in Richtung Unternehmen
lenken. Wir haben ja vorher gehört, wir sind hier in einem, weil es ist im wirtschaftlichen Zentrum sozusagen der Region, internationale Unternehmen befinden sich hier. Alle Unternehmen, würde ich einmal sagen, sind innovativ, sie müssen innovativ sein, um zu überleben. Also Themen wie Innovation, Veränderung, Transformation, Change ist ja allgegenwärtig in allen Zeitungen tagtäglich. Neue Geschäftsmodelle entstehen, die Gesellschaft, würde ich sagen, im Wandel. Eberhard Schrempf hat es zu Beginn gesagt, auch die Corona-Pandemie hat uns vieles verunmöglicht, aber doch viele neue Blickwinkel eröffnet. Auch das Konsumentinnenverhalten verändert sich in der Region. Und meine Frage jetzt an die Frau Scheibel als Verantwortliche für Human Resources in der Weizer Gruppe. Wie gehen Sie als Unternehmen um mit diesem Veränderungsthema? Innovation kommt von den Menschen. Menschen sind die, die in die Zukunft blicken, in die Zukunft arbeiten. Sie haben gesagt, der Unterschied macht's aus in Ihrem Thesensatz. Und Sie haben erwähnt in unserem Vorgespräch schon, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Weizer Parkett schon sehr lange on board sind. Sie selber 10 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Also wie ist denn so das Erfolgsrezept von Weizer Parkett bzw. von Unternehmen ganz generell, um innovativ zu sein und erfolgreich in die Zukunft blicken zu können? Ich glaube, wenn wir das hätten, wären wir alle einen großen Schritt weiter. Aber im Grunde ist es bei uns schon so, dass wir ganz stark auf unsere Erfahrungen und auf unser Team bauen und setzen und aber auch weiter wachsen. Was meine Kollegin vorhin schon erwähnt hat, einfach das Thema zum einen darin, wo wir Erfahrungen haben und die guten Dinge, die wir schon können, weitermachen, weiter wachsen, in dem Bereich wirklich auch beständig in der Zukunft sein. Und zum anderen aber sich auf dem nicht auszuruhen und sehr früh über die Zukunft nachzudenken. Und genau das muss man natürlich immer mit den Menschen im Hintergrund machen. Ja? Wir haben sehr, sehr viele langjährige Technikerinnen und Techniker, grundsätzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, die ganz, ganz viel Erfahrung im Parkettbereich mitbringen. Und die müssen wir jetzt in die Richtung bringen, diese Innovationsprojekte, von denen wir schon sehr, sehr viel gehört haben. Und das muss man verschmelzen und vereinen. Ja? Da braucht es natürlich ein großes Umdenken. Das ist wieder das dritte Mal ein neues Handlungsfeld, auf dem wir uns bewegen. Und da braucht es schon sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund, dass man die Menschen da auf der Reise auch mitbekommt, weil das wollen wir. Wir haben ein perfektes Team. Wir sind mit viel Erfahrung ausgestattet im Unternehmen und müssen jetzt schauen, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend entwickeln. Das heißt, dass wir grundsätzlich sagen, was ist die Anforderung an die neuen Jobs bei uns im Unternehmen? Was braucht's? Wie können wir weiterentwickeln? Wie können wir auf neue Tools in Richtung Digitalisierung, in Richtung Software, in Richtung klügere Vorarbeit, weniger Handarbeit? Ja? Welche Schritte müssen wir da setzen, damit wir da auf der Reise niemanden verlieren? Ganz im Gegenteil, dass wir die Stärken eben ideal einsetzen. Und dazu kommt das Weiterwachsen. Neue Jobs, neue Menschen im Unternehmen, ganz ein wichtiges Thema. Natürlich auch junge Talente im Fokus, wie so oft gehört in den Medien. Da setzen wir eben ganz stark darauf, in Richtung Wissenschaft, Konstruktion, Prozesse abzubilden mit Software etc., neue Lehrberufe mitzudenken und das zu vereinen. Und da wirklich ein Team zu formen, auch in Zukunft aus Erfahrung, aus langjährigen Kolleginnen und Kollegen und aus mutigen neuen Gamechangern, wie wir sie jetzt im Unternehmen nennen. Mhm. Mit dem Ziel, da wirklich einen großen Beitrag in Holz, also Holz in Automotive zu setzen. Und das als Pioniere. Das ist so unser Ansporn, den wir haben. Mhm. Und das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Absolut, ja. Ich erinnere mich, Sie haben die Expertise erwähnt, das Meisterstück Handwerk, natürlich gepaart mit neuen Technologien, aber gerade das Handwerk für Expertinnen und Experten ein sehr großer Mehrwert, würde ich meinen. Mhm. Wollen Sie das Beispiel noch einmal erzählen? Wir haben uns darüber unterhalten. Genau. Ich versuche es noch einmal, und zwar geht es um dieses Thema, der Unterschied macht es. Genau. Also nicht dieses
der 15. sein und sehr vergleichbar sein, sondern es geht um den Unterschied. Es geht um die Kreativität im Hintergrund, um die Menschen, die das, diese Innovationsprojekte überhaupt erst möglich machen. Und wenn man sich vorstellt, man kauft eine Gitarre im Musikfachgeschäft oder Warenhandel und ich kaufe mir die Gitarre, die ist grundsätzlich umgangssprachlich von der Stange, ja. Die klingt sehr gut, die klingt gut oder die klingt schlecht. Ein Laie kennt auch vielleicht keinen Unterschied. Es ist halt eine Gitarre, die klingt oder Musik macht. Eine Kennerin oder ein Profi oder eine Meisterin, die würde sofort erkennen, dass es sich um eine Stangenware handelt, um etwas, wo man keine Meisterhände im Hintergrund verspürt hat. Ja? Das heißt, der Unterschied zum vom Meisterhand gefertigten Produkt, sprich zum Unikat, was die Meisterin gemacht hat, hat man einfach einen Riesenunterschied zu dem, was man halt im Musikfachgeschäft vielleicht kriegt. Und genau um das geht es. Dieses Individuelle, diese von Meisterhand, dieses man hört oder spürt den Unterschied, diese Prozesse so zu gestalten, dass man das auch in Serie bringen kann. Das ist schon in den Projekten Carpentier und so weiter ein großes Ziel. Und das heften wir uns an die Fahnen und wir wollen da, wie gesagt, mit dieser Pionierleistung und den Meisterhänden, die wir haben, den Erfahrungen, die wir haben, uns nicht vergleichbar machen, sondern halt in Richtung von Meisterhand gefertigt kommen. Mhm. Sehr spannend. Schönes Beispiel. Ich mag dieses Beispiel mit der Gitarre. Es ist sehr plausibel, sehr plakativ. Liebe Frau Kahner, das Innovationszentrum Weiz versteht sich als Schnittstelle zwischen und Vermittlerin zwischen Forschung, Wirtschaft und Ausbildung. Welchen Impuls kann ein Innovationszentrum für eine Region setzen, für das Thema Innovation, wie Sie es zu Beginn auch beschrieben haben? Warum sind gerade in dieser Region auch so viele innovative Betriebe? Ein Innovationszentrum, so wie wir es sind, hat grundsätzlich die Aufgabe, Impulse am laufenden Band zu setzen. Wir haben den Auftrag von der Gesellschaft, in unserem Fall des Eigentümers der Stadtgemeinde Weiz, einhergehend und ausgerichtet auf das strategische Leitbild. Und auch in unserem Fall als steirisches Impulszentrum eingebettet in die steirische Landkarte der Impuls- und Technologiezentrum, eben auch ausgerichtet auf die Strategien des Landes Steiermark zu agieren. Das ist einmal so grundsätzlich unsere Ausrichtung. Wir als Innovationszentrum Weiz wurden bereits 1997 gegründet. Es war damals die Strategie vom Land Steiermark, quasi in den ländlichen Regionen Platz, Raum und Infrastruktur für Gründer, Jungunternehmer und innovatives Unternehmertum zu schaffen. Und wir haben unser erstes Gebäude 1999 errichtet. Mittlerweile haben wir 4 Gebäude, 6.700 Quadratmeter vermietbare Fläche, 35 bis 40 Betriebe, Bildungs- und Forschungseinrichtungen bei unserem Standort. Und hier schaffen wir Vernetzung. Aber wir als Innovationszentrum Weiz wollten immer mehr sein als eine Infrastrukturbereitstellungsgesellschaft. Wir haben auf die Themen Energie und Innovation gesetzt von Beginn an. Wir waren bereits 1997 in einem ersten EU-Projekt involviert. Heute haben wir mehr als 100 Förderprojekte abgewickelt, regional, national, international, zu ganz unterschiedlichen Themen. Im Wandel der Zeit, je nach Themen, welche Impulse auch gebraucht wurden im Bereich Qualifizierung, Forschung, Entwicklung, Innovation, aber auch Vernetzung ganz am Anfang, als wir als Österreich auch der EU beigetreten sind, zu den Themen nachhaltiges Bauen, Mobilität, jetzt derzeit auch nachhaltige Ressourcen, Klimawandel und auch Smart City. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist, nämlich unsere Betriebe in unser Tun zu integrieren, unsere Einrichtungen lokal, regional in unser Tun zu integrieren, Wissenstransfer zu schaffen und hier auch zu vernetzen. Wir als Innovationszentrum, wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir greifen selbst neue Themen auf. Wir machen zum Beispiel auch aktive Betriebsansiedlung für den Wirtschaftsraum Weiz-St. Ruprecht. Wir
machen auch eigenständig den Glasfaserausbau für die Region Weiz und auch für den Bezirk Weiz. Also wir wollen das in der eigenen Hand haben. Wir haben mit einer Gesellschaft gestartet, jetzt unter dem Dach des Innovationszentrums Weiz haben wir 7 Gesellschaften und wir sind das größte regionale Impulszentrum in der Steiermark. Das heißt, unsere Aufgabe ist ganz einfach, neue aktuelle und zukünftige Themen aufzugreifen und hier quasi Service und Anlaufstelle für unsere Betriebe zu sein, für unsere Einrichtungen zu sein und hier aktive, nachhaltige Standort, Stadt- und Regionalentwicklung zu machen. Und, gibt es für eine ländliche Region vielleicht besondere Herausforderungen im Vergleich zu einem Ballungszentrum einer Großstadt? So ist es. Wenn wir zum Beispiel an Zentren wie Graz denken, da ist natürlich alles geballt vorhanden von der Arbeit, der Freizeit, der Kultur, der Mobilität, der Verwaltung. Alles ist dort vorhanden. Das ist quasi der große Vorteil auch vom ländlichen Gebiet. Die Städte wie Graz boomen, wachsen, das ländliche Gebiet wird ausgedünnt und hier gilt es dementsprechend dem auch entgegenzuwirken. Und das muss man tun, indem man quasi Arbeitsplätze in den Regionen erhält, aber auch über den Tourismus hinaus neue und auch hochwertige Arbeitsplätze nach wie vor auch in den ländlichen Regionen schafft. Und wir tun das mehr oder weniger oder versuchen es auch mit dem Projekt Wutka zu tun, indem wir einfach sagen, unsere Aufgabe ist es oder unser Ziel ist es, beginnend mit dem Projekt Wutzka auch eine Region zu designen, nämlich indem man eine regionale Wertschöpfungskette aufbaut und forciert. Zum einen, was die Industrie betrifft, eine Zulieferkette Holzhybridbauteile in neuen Anwendungsbereichen aufbaut. Auf der anderen Seite auch im Bereich der Forschung diesen Werkstoff Holz hin zu einem Hochleistungswerkstoff zu entwickeln. Die Frau Holzmann hat es angesprochen. Ganz, ganz viele Fragen, die um den Naturstoff Holz noch offen sind, um diesen quasi in ein Auto zu bringen. Sehr, sehr viele Fragen. Wir sind am Beginn bei der Forschung. Wir haben mit Wutzka gestartet und haben gemerkt zu Beginn von Wutzka, an dem, was wir arbeiten, das könnte eine längere Reise sein. Wir glauben fest daran, wir halten daran fest und insofern wollen wir auch hier am Standort WEZ einen Forschungshub aufbauen für Holzer in neuen Anwendungsbereichen, um eben die vielen offenen Fragen und Forschungsfragen weiter zu vertiefen. Vielleicht und kann ich da mal kurz einhaken. Magna Steyr hat ja... Wir produzieren ja nicht unsere eigenen Fahrzeuge, sondern wir produzieren Fahrzeuge für Kunden. Da kommt der Kunde zu mir und sagt, ich hätte gerne ein Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug, ein Vierradantrieb und so weiter. Und wir haben die Möglichkeit, diesen Kunden zu beraten. Aber ich kann das natürlich nur tun, wenn ich ein Produkt habe, das ich ihm verkaufen kann. Und da muss ich dann wirklich an die Lieferanten gehen. Bitte, ich brauche ein Produkt, das so und diese Qualitäten hat. Der Kunde ist von mir aus auch bereit, mehr zu zahlen, obwohl mit den Kosten immer sehr gespart wird. Mhm. Aber ich muss ihm was anbieten können, was serienreif ist. Genau. Und da ist jetzt die Schwierigkeit zwischen Forschung und einem Lieferanten, der mir dieses Produkt in Tausenden von Metern produziert, dass ich das dann nachher in Hunderten von Fahrzeugen hineinbauen kann. Also es ist, glaube ich, der schwierige Link. Es ist immer schön, wenn geforscht wird und neue Erkenntnisse. Aber wenn ich das Material dann nicht wirklich verwenden kann, weil es am Schluss zu teuer ist und ich kann es nicht einbauen oder weil es irgendwelche Lieferengpässe gibt und ich kriege nicht genug Material, dann ist es für mich wieder, ja, gestorben. Genau, Frau Holzmann, deshalb hatten wir ja auch in Wutzka und haben auch in dem Nachfolgeprojekt ORMs und Zulieferfirmen und Experten ja auch dabei, wo man sagt, okay, hier bringen wir diese unterschiedliche Expertise zusammen und hier integrieren wir auch ORMs, um diese Anwendungsbeispiele auch genauer zu betrachten. Genau das, was Sie angesprochen haben, die Frau Scheibel hat es auch erwähnt, nämlich ein Produkt mit einer hochwertigen Handwerkskunst in Serie zu bringen mit diesem Rohstoff Holz. Das ist die große Herausforderung und dem widmen wir uns jetzt in diesem Nachfolgeprojekt, in diesem Carpentier. Da vielleicht auch kurz auf den Titel eingehen. K steht für Autotier, der Zulieferer. Und der Carpenter, wissen wir, ist ja der Tischler, der eben diese hochwertigen individuellen Produkte herstellt. Und wir wollen diese hochwertige Handwerkskunst
in Serie bringen. Und das ist quasi das Ziel und die Themenschwerpunkte für dieses Nachfolgeprojekt. Genau das, was Sie angesprochen haben, forcieren wir jetzt in den nächsten 4 Jahren, die diesem Nachfolgeprojekt Carpentier. Super. Sie sind gerne eingeladen, ja, hier aktiv mitzuarbeiten. Sofort. Sehr gut, sie tun sich neue Partner. Jetzt zu Ihrem Punkt. Also es ist halt wahrscheinlich wie in jeder anderen Grundlagenforschung auch, man liefert die Grundlagen dann für spätere Anwendung. Und genau das ist so das Ziel auch, oder? Von Wutka und Carpentier, dass wir diese Grundlagen schaffen, dass dann später mal zu einer Serienproduktion kommen wird, ja. Gut, auf das hofft der Walzer Parkett, dass sie dann serienmäßig Produkte herstellen können, die wir serienmäßig abnehmen können, oder? Wir hoffen nicht nur, wir tun es auch. Also es ist ja spannend, dass wir neben diesem Forschungs- und Grundlagenforschungsprojekt ja auch schon ein erstes Umsetzungsprojekt hatten mit Anwendungspartnern, die aus dem Mobilitätsbereich kommen. Und hier haben wir quasi unser Wissen aus als Wutzke hergenommen und haben gesagt, so jetzt gibt es einen Partner aus der Wirtschaft, der hat diese Anforderung, der will dieses Teil herstellen und jetzt bringt es quasi dieses Wissen aus dem Labor, zumindest einmal in das Technikum und jetzt probieren wir das aus. Und das war natürlich ganz, ganz spannend, dass man neben einem Grundlagenforschungsprojekt bereits ein Umsetzungsprojekt starten konnte, um eben nicht nur von der Forschung zu sprechen, sondern eben auch genau diese Expertise, diese Erfahrung aus der Praxis ja auch einfließen lassen zu können. Ja, nicht jedes Unternehmen hat natürlich eine innovative DNA, wie es vielleicht jetzt Weizer Parkett hat, wie wir vorher gehört haben, oder Magna und viele Forschungspartner. Meine Frage an Sie, Frau Meyer, Sie sind ja Unternehmensberaterin, neben Ihrer Leidenschaft für den Rennsport, und haben den Schwerpunkt Krisenmanagement und Veränderungsmanagement. Wie nehmen Sie denn Ihre Kundinnen und Kunden aktuell wahr? Gibt es sowas wie Veränderungsdruck? Löst dieser Druck eher Aufbruchsstimmung aus oder ist das eher ein Angstszenario? Ja, es ist nebenbei mein Hauptjob. Motorsport ist meine Leidenschaft daneben. Aber mein Hauptding ist eben Krisenmanagement und Veränderungsmanagement. Was ich erlebe, ist das, wir leben ja schon lange in dieser sogenannten VUCA-Welt mit der Volatilität, also dieser vielen Bewegung, der Unsicherheit, mit der Komplexität und mit, auf Deutsch halt eben, mit dieser Ambivalenz oder auf Englisch die Ambiguity, also mit dieser Mehrdeutigkeit. In dieser Welt leben wir schon lange. So, also mindestens 15 Jahre, würde ich sagen. Manche haben es vielleicht hautnah mitbekommen, wie ich, weil ich ja ursprünglich aus der IT komme. Andere haben es vielleicht indirekt mitbekommen. Was jetzt insbesondere das letzte Jahr oben drauf gesetzt hat, ist das eine komplett neue Dimension. Dinge, die wir immer hatten, sind auf einmal von einer Sekunde auf die andere weg. Wir können nicht mehr physisch ins Büro oder in unserem Betrieb. Wir sind auf ganz neue Dinge, müssen wir uns einstellen und in manchen Bereichen absoluter Stillstand. Und was ich erlebe, ist das, die einen sind einfach nach wie vor in einer Schockstarre, die aber jetzt langsam sich bei vielen wieder anfängt aufzulösen. Und es gibt andere, die haben von Anfang an ganz, ganz schnell ihre Wege gefunden. Und das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Heute auch wieder mal ein Beispiel aus dem Motorsport. Der zweitgrößte Rennstall im Carrera Cup, Huber Racing, also im Porsche Carrera Cup, die sind hergegangen, das war Ende März, haben die auf Instagram begonnen, Werbungen zu schalten. Egal, was du für ein Auto hast, hast du eine Familienkutsche, die ins Pickel zum Pickel muss, hast du einen Ferrari, den du tunen möchtest, egal, was du brauchst, wir machen es dir. Warum haben sie es getan? Die haben ein simples Problem gehabt. Sie haben ja zwei Arten Staff. Sie haben ihre Rennfahrer, die sind sowieso in Simracing gegangen, die waren in kürzester Zeit weg. Und sie haben auch ihre Techniker. Und alle haben eines gemeinsam, sie haben gerade nichts zum Tun. Und die sind wirklich hergegangen und haben Autos repariert. Und also eben Ende März haben schon die erste Werbung geschalten. Und ab dort hast du in ihrem Blog nur mehr gesehen Fotos aus der Garage, wo wirklich bunt gemischt, da hast du eben irgend so einen Passat-Kombi gesehen und daneben hast du einen Lamborghini gesehen, den sie gerade getunt haben. Und da sieht man halt, was haben die gemacht? Die haben gesehen, so wie früher ging nicht, was können wir, und sind den Weg nach vorne gegangen. Ein ähnliches Beispiel, die Trainer in den Fahrsicherheitszentren vom ÖAMTC, was haben die Herrschaften gemacht? Die haben, so sie nicht schon einen LKW-Schein hatten, haben die sich umgeschult und sind für Spar, für die ganzen Lebensmittelketten, Trucks gefahren.
und haben auf die Art und Weise wiederum Arbeit gehabt. Andere sind eben sehr, sehr stark in eine Schockstarre reinverfallen. Was würden Sie denen empfehlen, sozusagen? Also die sich schwer tun mit diesem Blick in die Zukunft, mit eben dem Thema Innovation, sie spüren den Druck. Was empfehlen Sie solchen Unternehmen? Also das Erste ist einmal ganz, ganz wichtig, einmal Ruhe bewahren. Also nicht in der Panik verfallen, Hilfe, was mache ich jetzt? Sondern einfach einmal Ruhe bewahren, einmal zu sortieren, was ist denn überhaupt Sache? Also einmal dieser allererste Blick. Idealerweise natürlich in der Coaching-Sprache spricht man von der Metaperspektive. Einfach vorgestellt ist es, man geht einfach in so eine Art Vogelperspektive und schaut einmal von oben auf das Ganze drauf. Wo bin ich? Wo ist mein Unternehmen? Was passiert denn da gerade? Das ist einmal das allererste Thema. Und dann ist das nächste, dass man einfach schaut, was kann ich denn? Welche Möglichkeiten habe ich? Was kann ich aus diesen Möglichkeiten tun? Und dann einfach so einen Fuß vor den anderen, vielleicht mal einen kleinen Schritt probieren, schauen, funktioniert's. Wenn es nicht ganz funktioniert, nachjustieren, nächster Schritt und in diese Richtung. Ich unterstütze auch natürlich in dem Bereich eben in Form von Interimsmanagement, aber auch in der Coaching-Schiene. Und ich nehme da ganz, ganz gern in Form von Sparringspartnerrollen eben Unternehmer oder auch Manager einfach an der Hand und wir schauen einfach hin, was kann man denn tun? Was könnte eine allererste Erleichterung sein, ein sogenannter Quick-Win auf Neudeutsch? Und wie könnte man dann den Weg in die Zukunft finden? Sehr gut, klingt relativ einfach. Ja, wird's aber nicht sein, nehme ich an. So ist es. Theoretisch betrachtet ist die Realität immer einfach. Ja, ich dachte die Theorie. Vielleicht machen wir gemeinsam jetzt so einen Blick noch in die Zukunft. Wir reden ständig über Innovation natürlich. Und wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, dass jährlich in der Steiermark Waldflächen nachwachsen, in der Größe von ca. 800 Fußballfeldern. Österreichweit sind es in etwa 4.700 Fußballfelder. Alle 3 bis 4 Sekunden wächst 1 Kubikmeter Holz. Im Durchschnitt, oder das entspricht in etwa einem Einfamilienhaus, alle 4 Minuten. Eigentlich eine unglaubliche Zahl. Zugleich gehen wir Menschen aber mit unserer Natur nicht wahnsinnig pfleglich um. Wir haben in den letzten 50 bis 60 Jahren mehr natürliche Ressourcen verbraucht als die gesamte Menschheit davor. Unglaublich eigentlich. Das heißt, und Sie kennen vielleicht auch alle den Overshoot Day, den Earth Overshoot Day, der Welterschöpfungstag. In Österreich liegt dieser Tag am 7. April. Das heißt, ab dem 7. April haben wir die Ressourcen, die wir aus der Natur haben, bereits verbraucht für dieses Jahr. Das heißt, die Natur kann sich in diesem Jahr nicht mehr regenerieren. Also ja, wie gesagt, wir gehen nicht wahnsinnig pfleglich um. Jetzt erlebt das Holz gerade einen unglaublichen Hype. Und liebe Frau Meyer-Bauernfein, Sie haben gesagt, Holz ist nicht in jeder Anwendung nachhaltig. Geht es dem Holz jetzt gerade so wie vielleicht dem Kunststoff oder unterliegen da plötzlich viele einem Irrtum, dass jetzt alle auf Holz setzen, natürliche, nachwachsende, regionale Materialien? Wie kann man denn Holz im Kreislauf halten? Also, erst ist eine schwierige Frage, das erste, den Overshoot-Day. Also das Problem löst man sicher nicht, wenn man jetzt Holz einsetzt, anstatt anderer Materialien in den verschiedensten Anwendungen. Und das ist ja ein ganz anderes oder einfach ein großes Problem, an dem wir arbeiten müssen. Holz ist nachwachsend. Natürlich, es muss effizient genutzt werden und man muss schauen, ob es aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft kommt. Also das sind einmal so grundlegende Faktoren, die was man berücksichtigen muss. Wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann sollte man es vielleicht lassen. Und wie kann man es im Kreislauf nutzen? Ich meine, die Grundlagen dazu, vielleicht Kaskadennutzung ist ein Begriff in der Holzbranche, dass man Holz in Kaskaden nutzt oder eben schon die regulativen Grundlagen aus dem Abfallwirtschaftsgesetz, die auch für Holz gelten sollen, obwohl energetische Verwertung auch eine gute Nutzung in dem Sinne ist. Und aber auch die Kreislaufwirtschaft, also Strategiepapiere aus der Europäischen Union, die halt dann empfehlen, dass man Holz, also dass man den Einsatz von Holz einmal vom Rohstoff reduziert als Gesamtes, dass man es repariert,
ein Produkt, dass man es wiederverwendet, dass man es recycelt, den Rohstoff, und dann erst verbrennt, um die Energie auch noch wieder zu verwerten. Und ich glaube, der erste Schritt, dass das möglich wird, ist natürlich im Design. Also im Design stellt man schon die Schrauben, dass man dann am Ende des Lebens tatsächlich das dann machen kann, dass man es reparieren kann, dass man es wiederverwenden kann, dass man es austauschen kann und so weiter und so fort. Und ja. Also natürlich bedingt im Design. Ich kann Sachen machen, sodass ich es am Ende vom Lebenszyklus wieder auseinander dividieren kann. Das ist reines Plastik, das ist reines Holz. Aber eigentlich muss man noch viel vorher ansetzen im Konzept. Brauche ich dieses Produkt wirklich aus Beton, Holz, Stahl, was auch immer? In der Baubranche könnte viel mehr Holz eingesetzt werden, ohne jedes Problem, ohne jede Forschung. Das ist über Jahrtausende ein super Werkstoff. Möbelindustrie, vom täglichen Bedarf, alle möglichen Dinge, kann alles problemlos aus Holz hergestellt werden. In der Automobilindustrie tun wir uns einfach ein bisschen schwer. Vielleicht müssten wir da andersherum ansetzen. Wenn ich eine Geschwindigkeit auf der Autobahn X fahre, da hilft mir Holz nicht, wenn ich einen Unfall baue. Entweder fahre ich nicht so schnell oder die anderen fahren nicht so schnell. Vielleicht darf ich nicht so schnell fahren. Oder ich baue ein leichteres Fahrzeug und fahre nicht auf der Autobahn und nehme für die Strecken, wo ich dann schnell fahren will, ein anderes Verkehrsmittel. Also wenn wir jetzt in die Zukunft schauen würden und Holz für den Verkehr verwenden würden, müsste man vielleicht nicht auf das Fahrzeug, wie es heute ist, gehen, sondern müsste man sich ein Segment aussuchen, wo nicht diese Crash-Anforderungen, die wir jetzt da überall gesehen haben, die sind ein Problem, haben. Also wenn ich jetzt in der Stadt mit 30, 40 Stundenkilometer fahre, Holz ist ein wunderbarer Werkstoff für alles, was wahrscheinlich unter dem Auto und über dem Fahrrad ist. Wenn ich da eine Nische finde, wo ich in größerer Stückzahl produzieren kann, habe ich diese ganzen Probleme, die ich jetzt mit dem Holz im herkömmlichen Fahrzeug habe, eigentlich nicht. Also eigentlich müsste das Konzept, wo ich Holz verwende, eigentlich an erster Stelle stehen. Das heißt, wie verstehen Sie die Rolle der Designerin, des Designers, genau hier konzeptionell anzusetzen oder auch in eine Art Strategieberatungsrolle zu gehen? Puh, also ich denke jetzt an die Benchwood Tonnage-Stühle. Das war eine herausragende Sache, wie die produziert worden sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man auch ein Elektrofahrrad oder ein einfaches Auto mit Leimbindern und so weiter, da gibt es Technologien, die vielleicht für das schon verwendet werden kann. Und da braucht es natürlich auch Leute, die sich überlegen, wie kann ich diese Technologie, die eigentlich schon vorhanden ist, jetzt für ein Fahrzeug umsetzen. Und da braucht es schon vom Design her ein starkes Umdenken, eine starke Leistung, Innovationsgeist. Wie kann ich diese bekannte Technologie jetzt einfach einbringen, dass das vielleicht sogar gefedert ist, das Fahrzeug oder solche Sachen. Also ich würde da beim Design wirklich im Konzept, also zuerst das Konzept, für was verwende ich dieses Fahrzeug, und dann, wie baue ich dieses Fahrzeug, dass es diese Eigenschaften hat, die ich gerne hätte. Und wo kann ich Holz verwenden? Vielleicht nicht für eine Plane, die oben drüber geht, aber vielleicht für die konstruktiven Teile. Und das Fahrwerk, die Zahnradeln werden vielleicht aus Metall bleiben müssen, da werde ich nichts dran schrauben können. Aber dass man trotzdem alles, was rundherum ist, aus einem Holzwerkstoff baut. Sie sind ja auch Lehrende an der FH Joanneum. Was kann denn die Designausbildung dazu beitragen? Grundsätzlich einfach das Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass man mit gewissen Werkstoffen gewisse Sachen machen kann. Ja? Und es ist in jedem Projekt dann anders. So generell kann man das nicht sagen. Aber einfach das Bewusstsein, was heißt Nachhaltigkeit? Ist es nicht nachhaltig, wenn ich jetzt einfach nur Holz nehme? Damit ist es nicht getan. Ich muss das schon abwägen. Ich muss das differenzierter anschauen, welches Material ich wo einsetze. Weil wenn ich das falsche Material am falschen Ort einsetze, ist es sofort kaputt. Dann kann ich das ganze Produkt vielleicht wegwerfen. Vielleicht muss ich da ein hochwertigeres Material verwenden. Also das ist einfach, ich glaube, in der Lehre und in der Ausbildung muss einfach das Bewusstsein, welches Material passt für welche Anwendung, wie lange muss das halten, wann darf es kaputt gehen, wann kann ich es weiterverwenden, muss ich es dann am Schluss verbrennen oder sonst irgendwas. Liebe Frau Kahner, wir denken in die Zukunft gerade, und Sie haben es ja vorher schon angedeutet, was kommt nach dem Woodcar? Das Projekt Carpentier, das jetzt da im Mai gestartet ist, das ist eben
der nächste große Schritt hoffentlich ja auch für uns Richtung Marktüberführung. Ich möchte aber noch eines erwähnen, weil Sie gesagt haben, Rohstoffe. Welche Rohstoffe oder welche Materialien setzt man für welche Zwecke ein? Einen großen Vorteil hat schon Holz. Holz ist in einer Vielfalt vorhanden und vor allem bei uns, in unserer Gegend in einer Vielfalt vorhanden. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, den Holz zusätzlich mitbringt. Wir müssen uns ja auch Gedanken darüber machen, welche Materialien stehen wir auch zur Verfügung in Zukunft. Und natürlich auch, wie wir alle wissen, die Mobilitätsbranche ist nach wie vor im Umbruch. Und da sind natürlich sehr viele Fragezeichen noch offen, in welche Richtung geht es denn da überhaupt? Und Holz ist ein Leichtbauwerkstoff und das ist etwas, was sicher hier ein großes Potenzial hat, diesen Werkstoff trotzdem intelligent in einem Fahrzeug einzusetzen. Wir starten mit Carpentier. Ich habe schon erwähnt, um was es hier in diesem Projekt geht. Das ist der nächste Schritt. Mehr oder weniger, wir forcieren hier auch die Berechenbarkeit von Holz. Wir wollen hier quasi im Fokus stellen, diesen Rohstoff auch beherrschbar zu machen. Das ist ja quasi auch das große Thema, das Sie ja auch angesprochen haben. Wir wollen hier auch neue Technologien entwickeln und setzen hier auch auf digitale Fertigungsschritte, um eben die hochwertigen Produkte in Serie überhaupt in Zukunft auch herstellen zu können. Also das sind die großen Themenschwerpunkte des Projektes Carpentier. Wir haben wieder 80% der Partner aus Wutzka mit an Bord. Wir haben auch neue Experten mit dabei, entlang der Wertschöpfungskette, zum Beispiel die Oberflächentechnik ist ein riesengroßes Thema. Brandschutz ist auch angesprochen worden, da ist ein neues Industrieunternehmen mit an Bord oder eben auch hier im Bereich der Digitalisierung der Technologien. Ein neuer Partner ist auch Phil, der im Bereich der Maschinen und Hardware und Software spezialisiert ist. Das heißt, wir entwickeln uns auch in dem Partnerkonsortium weiter und das ist der nächste große Schritt. Parallel dazu bekommen wir auch immer wieder Anfragen. Wir versuchen auch den nächsten Schritt mit neuen Partnern in Richtung Umsetzungsprojekte zu gehen. Da ist natürlich Weizer Parkett auch gefragt, hier in dieser Partnerschaft uns zu unterstützen und neues und weiteres Know-how aufzubauen. Und was die Wertschöpfungskette betrifft, wir arbeiten fokussiert daran, eben diese Zuliefererindustrie aufzubauen für Holz in neuen Anwendungsbereichen. Und wir wollen eben auch mit neuen weiteren Forschungsprojekten hier den Werkstoff Holz zu einem Hochleistungswerkstoff entwickeln. Und da gibt es ganz, ganz viele offene Fragen. Und hier wollen wir uns am Standort WZ weiterentwickeln in der Partnerschaft mit den bestehenden wissenschaftlichen Einrichtungen. Frau Scheibel, wir haben jetzt gehört, eben 80% der Partner sind wieder dabei im neuen Projekt. Es kommen viele neue Themen, viele spannende Themen, neue Skills, wie man so sagt. Auf welche Herausforderungen werden Sie jetzt stoßen in den nächsten Jahren, wenn man so will, im Bereich des Recruitings? Ich glaube, die größte Herausforderung ist es, dass wir noch nicht genau wissen, welche Menschen wir brauchen in Zukunft, aber dennoch eigentlich gestern schon zu suchen anfangen hätten müssen. Ja. Und ich glaube, vorweg ist genau das, was wir heute hören. Und es ist eine Zusammenfassung von dem, dass wir die Holzbranche entstauben. Und das ist der absolut richtige Weg, nämlich dass wir sagen, wir haben zwar sehr, sehr viel Erfahrung, wir wissen auch im Bereich Parkett, was wir tun und da haben wir auch alles da, was wir brauchen und das Neue jetzt parallel dazu aufzustellen und sich da auf neue Wege aufzumachen. In Richtung Recruiting bedeutet es für uns ganz stark, dass wir in diesen Projekten so offen, wie wir sein dürfen, auch natürlich in die Öffentlichkeit gehen, dass wir nutzen, dass wir im Hintergrund ein starkes Familienunternehmen haben mit 190 Jahren. Das sind Werte, die zählen und in Zukunft aber eine Kultur entwickeln, die sehr stark auch in Richtung Veränderung geht.
neue Wege, neue Kolleginnen und Kollegen, neue Zielbilder, Dinge, die wir vielleicht nicht auf den ersten Blick verstehen können oder berechnen können oder was auch immer. Und das zusammenzubringen und uns als Arbeitgeber in der Region da weiterhin sehr konstant aufzustellen, das ist so unser Rezept dafür. Und in diese Richtung wollen wir eben auch weitergehen und rekrutieren. Das heißt, als Unternehmen muss man wahnsinnig wendig bleiben und flexibel bleiben, genau. Weil sich ja, und wir haben es im letzten Jahr gelernt, Dinge plötzlich sehr radikal ändern können. Genau, genau. Also einfach auch diese Veränderung, und da bin ich wieder beim Unterschied, ja. Der Unterschied macht's und das ist das, was unsere Menschen machen können. Viel mehr in Richtung neue Jobs, in Richtung Prozessbildung, in Richtung kreative Vorarbeit, in Richtung Vorbereitung von Prozessen, die dann von einer Maschine, einer Anlage etc. durchgeführt werden können. Da kommen wir weg von der schweren körperlichen Arbeit, was für die Branche sehr, sehr wichtig ist, und in Richtung neue Jobs. Und in Summe kann man sagen, so diese große Wende, die haben wir auch intern erlebt, die hat es insofern gegeben, dass man nicht mehr klassifiziert in drei Bereiche ist. Man sagt, das ist die Geschäftsführung, das ist die Verwaltung und dann gibt es dahinter noch Handwerkerinnen und Handwerker, sondern dass wir an dem Beispiel, wie wir es da im Hintergrund sehen, ein Team braucht. Ein Team aus verschiedensten Menschen mit verschiedensten Stärken und Ausbildungen, ja, das sind Wissenschaftlerinnen, das sind Konstrukteurinnen, das sind unsere Technikerinnen und Techniker, das sind Lehrlinge, die an so einem Projekt mitarbeiten können. Und ich denke mal, wenn ich in Zukunft rekrutiere für Projekte, wie wir sie da jetzt besprechen, dann brauche ich nur solche Beispiele, solche Wood Hybrids hernehmen und sagen, dazu brauchen wir euch. Und das ist ja nur in einer Teamkonstellation möglich. Und da sind wir wieder bei dem, wir wollen Pionierarbeit leisten, wir wollen Vorreiter sein, wir wollen einen großen Schritt Holz in Automotive und anderen Anwendungsbereichen setzen und mit einem Werkstoff, der nachhaltig ist. Und das ist nicht nur für junge Generationen interessant, sondern das ist ein gesellschaftlicher Ansatz, der uns da sehr in die Karten spielt. Liebe Frau Meyer, Bauernfeind, Sie als Forscherin sind ja sehr früh an innovativen Themen dran, sozusagen involviert in solche Themen, in solche Forschungsprojekte. Welche Forschungsschwerpunkte haben Sie in der nächsten Zeit? Können Sie uns davon schon was verraten, in welche Richtung es gehen wird? Ja, natürlich sind wir auch involviert in Carpentier, wo es ein bisschen darum geht, dass man die ganzen verschiedenen Anforderungen aus der technischen Sicht, aus der Nachhaltigkeitssicht, aus End-of-Life-Sicht irgendwie unter den Hut bringt und schaut, welche Entscheidungen in der Prozess- und Produktentwicklung, wie wirken sich diese Entscheidungen dann auf diese verschiedenen Ebenen aus? Also das ist einmal der erste Schritt. Das wird ein sehr komplexes, es ist ein komplexes Problem und wir sind schon sehr gespannt, wie wir das lösen werden. Also das wissen wir jetzt noch nicht. Wir stehen ja jetzt am Beginn, wie das zum Lösen wäre. Genau, also das ist das eine. Anderes Projekt, da geht es auch wieder es ist ein Forschungsprojekt, Batteriewannen, ob man das aus Holz gestalten könnte für Fahrzeuge. Genau. Da sind auch wieder verschiedenste Organisationen involviert. Ihr seid wieder involviert. Genau. Und auch wieder die TU. Und dann anders ein sehr spannendes Projekt, wo es darum geht, wie man das Lignin, also das Nebenprodukt aus der Papierbranche, die Schwarzlage und das daraus zu gewinnende Lignin, wie man das halt nur anders einsetzen kann, außer dass man es in der Papierindustrie dann vor Ort verbrennt. Und das hat ein großes Potenzial in den verschiedensten Branchen und da wird schon seit Jahrzehnten geforscht, was man denn mit diesem Lignin nur machen könnte. Und Partner von der TU, also Kollegen von der TU haben jetzt für eine Flussbatterie, also für eine Speichertechnologie, Elektrolyt basierend aus Lignin entwickelt. Genau, und da begleiten wir das wieder aus dieser Nachhaltigkeitsperspektive, ob das denn da sinnvoll wäre.
Genau, also das ist auch super spannend und ich freue mich schon. Unglaublich, was sich da tut gerade. Ich habe mir gerade überlegt, wir sollten uns in einem Jahr wieder treffen und schauen, wo diese Projekte alle dann stehen, weil da geht, glaube ich, momentan auch mit großer Geschwindigkeit einiges weiter. Liebe Frau Meyer, Sie haben in Ihrem Thesensatz formuliert, wir wollen den Rohstoff Holz dorthin bringen, wo er schon mal war, nur besser. Mhm. Was sind denn so die nächsten Projekte? Wie werden Sie das angehen? Welche nächsten Schritte haben Sie geplant oder vielleicht schon begonnen? Wollen Sie uns darüber noch was verraten? Ja, gern. Vor allem, ich sitze schon ein bisschen auf Nadeln, nachdem was Sie gesagt haben. So, die Skepsis ist natürlich groß und das ist genau auch, bitte korrigiere mich, Bernadette, das ist etwas, wo wir dran arbeiten und da gibt es auch schon erste Ergebnisse. Das heißt, ich habe es vorhin eingangs schon gesagt, das Ergebnis da hinten, wir haben es, glaube ich, schon dreimal erwähnt, gell? Diese Holzhybrid-Komponente, die eben einem Aufprallschutz dient, die schon aus Holz besteht, das hat uns auch dazu geführt, eben die Wood Solutions zu gründen. Das heißt, es gibt schon sehr viel, es gibt die Herausforderung, das Ding quasi zum Laufen zu bringen und in die Serie zu bringen, auch Zweifel auszuräumen, weil natürlich, da geht es ja genau um das, wir haben eine Riesenverantwortung, da geht es nicht darum, jetzt kommen da ein paar nette Forschungsergebnisse aus Weiz und dann das soll dann in die ganze Welt gehen und Sie tragen die Verantwortung als Lieferant oder Zulieferer der OEMs. Und da geht es vor allem um dieses Konglomerat, dass man sagt, am einen bringt man gute Forschungsergebnisse, man bringt 190 Jahre Holz, also Erfahrung mit. Das heißt, da geht es auch um Know-how und dass wir uns hier da sehr stark auf die Fahnen heften und auch massiv betreiben. Die Frau Scheibel hat es eh gesagt, was wir da an intensiver Arbeit leisten, um auch die geeigneten Leute, die wir teilweise schon im Haus haben und natürlich weiter noch aufbauen. Das sind Riesenherausforderungen. Aber wir sind zuversichtlich und deswegen haben wir auch diese Wood Solutions gegründet, sonst hätten wir es nicht getan. Und es gibt auch schon weitere Projekte, da geht es um Busstrukturen in einem Bus. Ja, da gibt's, und da bin ich wieder bei Ihnen, man muss nicht alles aus Holz machen, sondern genau dort, wo es Sinn macht und wo es uns weiterbringt. Weil die Nachhaltigkeit, das ist da, das sollte man nutzen. Man sollte vielleicht weniger Metall, weniger seltene Erden verwenden und vielleicht Dinge verantwortungsvoll nutzen. Nachhaltige Forstwirtschaft als Beispiel noch einmal dort anzugreifen und zu schauen, wo können wir nachhaltige Hölzer verarbeiten, damit wir, ich glaube, der Abschluss wird dann eh sein, was wir uns in Zukunft vorstellen, 2030, damit wir hier sitzen und vielleicht auch ein bisschen früher schon und sagen, wir haben es gut gemacht, ja. Ja, und wir haben nachfolgenden Generationen keinen Wahnsinn hinterlassen. Mhm. Wir tragen viel Verantwortung, das aufzuholen, zum Teil, was in den letzten, wie ich es erwähnt habe, 50 Jahren vielleicht auch falsch gemacht wurde. Mhm. Und das Thema noch einmal ganz kurz, weil wir auch gesprochen haben darüber, Holz wieder dorthin zurückzubringen. Wir wissen, Christopher Columbus, Segelschiff war aus Holz und so weiter und Splittern und diese ganzen Thematiken. Und da arbeiten wir wirklich dran, dass das funktioniert und da soll es wieder hin. Also man muss nicht immer auf Metalle oder Kunststoffe zurückgreifen und das soll halt intelligent passieren, wenn es geht. Ne? Genau. Sie haben schon angesprochen, das Jahr 2030, auf das möchte ich gerne noch hinblicken. Im Jahr 2030 wird der Designmonat Graz sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Wir beamen uns jetzt kurz einmal in das Jahr 2030 und ich würde gerne so eine ganz schnelle Abschlussrunde noch machen. Was ist denn so Ihre Vision für das Jahr 2030? Frau Kahner, möchten Sie beginnen? Gerne. Die Vision ist die, dass wir sagen, wir haben es geschafft, da erste Holzhybridparteile wirklich in der Serie bereits in Fahrzeugen implementiert zu haben. Und wir treffen uns wieder und die Frau Holzmann wird dann berichten darüber, dass sie regelmäßig mit Studierenden hier am Standort Weiz ist, um quasi Best-Practice-Beispiele live zu erfahren, wie man mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz quasi auch über die Forschung dann diesen Werkstoff in einen komplett neuen Bereich bringen kann. Und was die Forschung betrifft, natürlich, dass wir diesen nachwachsenden Rohstoff zu einem Hochleistungswerkstoff entwickelt haben mit mehreren Forschungsprojekten und diese Forschungsentwicklung, die nicht stattgefunden hat oder die man zum Werkstoff Holz einfach auch nachholen muss, quasi hier viele, viele Schritte auch weitergekommen sind.
Sehr gut. Frau Holzer, passt diese Vision zu Ihrer Vision? Sie sind ja Teil geworden der Vision von der Frau Kader. Ja, habe ich nichts dagegen, sich einzuwenden. Also meine Vision vielleicht jetzt weniger auf Holz, aber auf das Gesamte. Es tut sich wahnsinnig viel, wenn ich eine Uhr kaufen gehe und ich sage, das ist aber ein Plastikschachtel. Dann sagt sie, ja, aber wir haben schon andere bestellt. Und wenn ich bei meinem Kunstlederlieferanten anrufe, vor einem Jahr hat er mir noch nichts gesagt und jetzt hat er eine ganze Palette an Präsentationen, die er mir gegeben. Also es passiert wahnsinnig viel. Und wenn wir auf diesen Zug es schaffen, aufzuspringen, ich glaube, es ziehen jetzt ganz viele Firmen an diesem Strang Nachhaltigkeit und wollen wirklich was bewegen. Und wenn wir auch beim Endkonsumenten dann ankommen und der sagt, okay, ich brauche nicht ein Fahrzeug, das 2 Tonnen wiegt, ich kann auch mit einem leichteren Fahrzeug fahren und ich fahre vielleicht kurze Distanzen mit einem alternativen Fahrzeug. Also wenn beim Endkonsumenten in der gesamten Bevölkerung einfach dieses Bewusstsein wächst, was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig und wie kann ich das bewerten? Ist das Tetrapack in der Milch in der Tetrapack jetzt wirklich nachhaltiger als in der Glasflasche oder umgekehrt? Und wie muss ich das vergleichen, weil das eine hat diesen und jenen Transportweg? Also einfach das ganze Konglomerat an Bewusstsein, was wirklich schlecht ist, dass das Holz kann, ist, ich glaube, dass Holz wirklich ein super Werkstoff ist in jederlei Hinsicht. Aber dass man auch dann, wenn es ein bisschen teurer ist, vielleicht wirklich dann zu einem nachhaltigeren Baustoff greift, als zu einem, der weniger ist. Man sieht das ja auch in der Esskultur. Es gibt sehr viele Leute, die jetzt enthaltsam sind, die vielleicht weniger Fleisch oder kein Fleisch essen, vielleicht sogar vegan. Und ich glaube, dieser Trend wird anhalten, dass man sich selber schon auch ein bisschen zurücknimmt und sagt, ja, ich kann das mit meinem Bewusstsein nicht vereinbaren, dass ich jetzt ein so schweres Auto kaufe. Ich kaufe lieber eins, das leichter ist und wo Holz verwendet wird. Frau Meier, Ihre Vision für 2030? Ja, ich tue mir wieder schwer, ich würde gerne wieder bei Ihnen anknüpfen. Es sind zwei Sachen. Also das eine ist, ich würde wahnsinnig gerne in einem Bus sitzen, in den Öffis in Graz rumfahren, wo die Struktur aus Holz besteht, in dort Teilen, wo Sinn macht. Und zum anderen auch, dass vielleicht Mobilität auch als etwas gesehen wird, so wie Sie es jetzt gesagt haben, auch wenn das Ding ein bisschen schwerer ist und vielleicht, ich denke da an die jüngere Generation, die vielleicht sich dem Sharing-Modell sich ein bisschen mehr auftut und sagt, diese Prestige-Geschichten, ich weiß, Automotive muss aufpassen, ich muss, ja. Da hängen ganz viele Emotionen mit Autos da dran. Nicht mehr so viel. Und dass man vielleicht auch da Rücksicht nimmt drauf, muss das jetzt eben aus so shiny und Plastik und glänzen oder kann das auch was anderes sein? Auch bei den Einrichtungsgegenständen darf sich ein Naturprodukt Holz, was es auch ist, darf sich das ein bisschen verändern? Muss das nach 30 Jahren noch immer Hochglanz sein oder darf das mit mir mitgelebt haben und mit mir schön gealtert sein? Ja, darf das wie gesagt, und die Öffi-Geschichte wäre halt in unserem Interesse, wenn man ist nicht down. Wir fahren mit dem Jahr 2030 mit Ihnen. Ja, die Vision 2030. Bitte, Frau Meier. Also ich habe viele Visionen, ich möchte aber beim Thema bleiben. Was ich mir wünschen würde und was ich mir vorstelle, was in den nächsten Jahren wirklich auch passieren kann, dass wirklich das Holz wieder ins Auto zurückkommt. Also das würde mich wahnsinnig freuen. Und ich denke mir auch, dass es machbar ist. Natürlich wird der einfachste Weg sein, es im dekorativen Bereich zu tun. War für mich übrigens spannend zu lernen, dass diese Holzpaneele, die man eben kennt, dass die fast kein Holz sind. Also, dass das wirklich mehr Holz wird, wenn es in dem Bereich sein sollte. Was mir als Technikerin natürlich noch viel mehr freuen würde, wenn es andere Einsatzmöglichkeiten auch gibt. Also, wenn es nicht nur im dekorativen Bereich ist, sondern eben, wenn es irgendwo eben in Stabilität, was auch immer, eingesetzt wird. Das wäre so meine Vision für Holz 2030 und Automobil. Dankeschön. Frau Scheibel. Also ich würde mich auch in den Bus setzen mit meinen Kolleginnen und Kollegen und würde da anreisen. Das finde ich ist eine super Vision, aber ganz grundsätzlich glaube ich schon, so diese Sicherung der Arbeitsplätze regional, der grünen Arbeitsplätze, der mit einem nachhaltigen Hintergrund, mit einer
Renaissance des Handwerks, dass wir wissen, nein, die Maschine hat uns nicht den Arbeitsplatz weggenommen und die Automatisierung haben wir geschafft 2030, uns gibt es immer noch, uns gibt es besser und alles das, was vielleicht nicht so spannend war für die Technikerin oder was auch immer, macht die Maschine oder der Roboter jetzt von selbst. Und wirklich das Kluge und das Engineering und das Düften und Denken, das ist unsere Zukunft. Das bauen wir auf, regional, international, wie auch immer, mit einem etwas grüneren Arbeitgeberjob, wie auch immer. Das ist so mein Bild. Und wir fahren mit dem Bus dann nach Weiz. Ja, super. Vielen Dank, Frau Meyer-Bauernfeind. Ja, ich bin auch dabei. Sie sind auch dabei, gut. Homeoffice-Tisch auch noch drinnen. Der Holzbus Bus mit Homeoffice. Das wäre super, dann fahre ich gleich länger mit noch. Ja, grundsätzlich kann ich mich nur anschließen an die Vision der Kolleginnen, dass Holz sinnvoll eingesetzt wird. Dass mehr wieder eingesetzt wird. Es ist ein Rohstoff, der regional verfügbar ist, wo die Lieferketten transparenter wären im Vergleich zu Metallen oder fossilen Rohstoffen, wo man nicht weiß, was passiert in den Minen. Ich weiß nicht, wo das abgebaut wird überall. Also wir haben da überhaupt keinen Einblick, was da passiert. Und das muss man auch mitdenken. Und dass man das alles wieder ein bisschen nach Europa verschiebt, dass da ein bisschen transparenter ist, dass man da ein bisschen besser war es, wie die Arbeitsbedingungen sind. Auch natürlich nicht völlig. Und genau, das war so meine Vision. Einfach Holz trotzdem wieder den Weg zurückfindet in die verschiedensten Anwendungen, dass klug eingesetzt wird, dass man diese ganzen Nachhaltigkeitsaspekte mitdenkt bei der Materialwahl. Genau, also das wäre schön, ja. Sehr spannend. Ja, vielen herzlichen Dank an die Runde hier. Also wir treffen uns alle im Bus am Weg von Weiz nach Graz. Ich glaube, da kann eh die Verbindung noch ein bisschen besser werden, ja, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ja. Catering gibt es bei mir im Büro. Catering gibt es im Büro, also gut, es wird. Es gibt hier neue Partnerschaften, die sich auftun, die Visionen werden verschmolzen. Sehr spannend, vielen Dank dafür. Und übrigens ein Teil aus unserem Bus der Zukunft ist ja bereits zu sehen in der Steiermark-Schau im Kunsthaus Graz, so als Tipp für alle Zuseherinnen und Zuseher, besuchen Sie das Kunsthaus Graz oder auch gerne die Webseite woodcar.eu. Da finden Sie noch weitere Informationen über dieses spannende Forschungsprojekt. Und last but not least, der Tipp, der Designmonat Graz läuft noch diese Woche. Also auch hier gibt es noch einige spannende Ausstellungen zu besuchen. Ich darf mich zum Abschluss jetzt sehr, sehr herzlich bedanken bei unserem Gastgeber Weizer Parkett und vor allem auch bei den Veranstaltern Woodcluster Steiermark, dem Designmonat Graz und der CIS Creative Industries Styria. Und ja, vielen Dank auch an alle Zuseherinnen und Zuseher. Und ich würde gerne mit einem Zitat schließen, nämlich aus dem Whole Earth Catalog von Stuart Brand. Das ist ein Produktkatalog und Magazin der amerikanischen Gegenkultur aus dem Jahr 1970. Ein Zitat, das übrigens auch Steve Jobs in seiner berühmten Stanford Speech vor seinen Studierenden gebracht hat. Es lautet: Stay hungry, stay foolish. Bleiben Sie neugierig und vor allem versuchen Sie das scheinbar Unmögliche. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, bedanke mich noch einmal bei der Runde und freue mich sehr auf unsere gemeinsame Busfahrt. Guten Abend.